Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und heute habe ich für euch meinen Panzerass auf der Grille 15 dabei. Und ihr seht schon, die stärksten Runden, die ich so in der Vergangenheit habe, hatte ich immer auf Erlenberg. Das liegt zum einen daran, dass ich mich hier an die gängige Meta halte und zum anderen liegt das, glaube ich, auch daran, dass mir die Map sehr gut liegt. Was meine ich mit gängiger Meta? Vielleicht ein, zwei Sätze dazu, bevor das Gefecht jetzt hier so richtig losgeht. Wichtig ist, dass ihr, egal in welchem Gefechtsmodus ihr seid, ihr immer auf der Seite des Caps bleibt. Das ist so eine Sache, da wird mir nicht jeder zustimmen. Ich persönlich habe für mich ja die besten Erfahrungen gemacht. Das heißt, wenn ihr im Angriffsverteidigungsmodus seid und ihr seid das verteidigende Team, dann bleibt immer auf der 7er, 8er, 9er Seite. Wenn ihr das angreifende Team seid, dann ist der Angriff am einfachsten meistens über die 1er, 2er, 3er Linie. Nun ist es so, im Standardgefechtsmodus sind die Caps jeweils auf den anderen Seiten. Da kann ich euch nur den Rat geben, wenn ihr hier oben im Norden startet, bleibt auf der 1er, 2er, 3er Linie. Und wenn ihr im Süden startet, da ist der Cap dann auf der 7er, 8er, 9er Seite. Da würde ich euch dann auch empfehlen, erstmal über diese Seite anzugreifen. Also es ist so ein bisschen, je nachdem, ob man Angriff oder Standardgefecht fährt, verschiebt sich so ein bisschen die Meta. Und wenn man sich daran einfach hält, immer auf der Seite des eigenen Caps zu bleiben oder halt, wenn man das angreifende Team ist, auf der Seite zu bleiben, wo der Cap nicht ist, dann macht man nichts falsch auf Erlenberg. Und ich denke, Erfolg in der letzten Zeit auf Erlenberg gibt mir da auch recht und ich habe auch hier wieder ein Replay für euch dabei, was das ganz gut illustriert. Wir werden gleich sehen, dass auf der 1er, 2er, 3er Linie unser Team arge Probleme bekommt. Auf dieser Seite hier sind wir ganz gut aufgestellt, also mal schauen, was wir hier so leisten können. Ich bin unterwegs mit Snow aus meinem Clan von Garms Rudel. Er sitzt in seinem E4, ich sitze in meiner Grille. Da konnten wir schon den ersten erfolgreichen Schuss auf die Grille anbringen. Arti hat die Grille auch getroffen, also die Grille jetzt nur noch 34 HP. Keinen Schuss eigentlich mehr wert, da schießen wir lieber hier auf die Badget 25 Tonnen AP. Und auch der geht schön für 698 rein. Wir sind schon bei 1500 Schaden. So, Snow greift jetzt an zusammen mit dem SD1. Der Patton ist auch schon relativ weit vorne. Das war für mich so das Zeichen. Okay, ich kann jetzt auch mit vorkommen. Ihr müsst bei der Grille, die hat natürlich diese 60 km/h Mobilität und sie hat halt auch eine extrem starke Einziehzeit. Snapshots hingegen gehen tatsächlich nicht. Wenn ihr einmal die Wanne dreht, dann geht das Crosshair wieder extrem krass auf. Aber die Einziehzeit ist so gering, dass es sich wie Snapshots anfühlt. Das größte Problem, denke ich, was gerade eher unerfahrene Spieler, was ich auch am Anfang hatte, weil ich auch kein wirklich erfahrener TD-Spieler bin, ich habe die Mobilität ein bisschen unterschätzt. Das heißt, ich bin in Positionen gefahren, die konnte ich zwar super erreichen und ich konnte auch super First Shots setzen, aber dann habe ich mich selber in Situationen gebracht, aus denen ich nicht so gut wieder herausgekommen bin. Die Grille verleitet mit ihren 60 km/h halt einfach dazu, sehr aggressiv zu fahren. Auf der anderen Seite hat sie nun einfach mal keine Panzerung und das bedeutet, alles was euch trifft, verursacht in der Regel auch Schaden. Und diese beiden Sachen in Einklang zu bringen, das ist immer so das größte Problem für mich gewesen mit der Grille. Mittlerweile würde ich sagen, habe ich das so ein bisschen raus. Ich kann mit der Grille meinen aggressiven Spielstil weiterfahren, achte aber häufig genug darauf, dass ich versuche auf maximale Render Range zu schießen bzw. so zu stehen, dass die Gegner mich am besten nicht spotten können, es sei denn, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Situation es erlaubt und ich dann ranfahren kann. Also das ist so eine Sache, das muss jeder für sich selber mit der Grille herausfinden. Ich kann halt nur dafür warnen, weil sie wird jetzt auch demnächst wieder Top of the Tree werden, davon gehe ich einfach mal aus im nächsten Monat. Das heißt, ab September werden relativ viele Grillen wieder unterwegs sein. Und wenn ihr auch einer der Grillenbesitzer seid und ihr habt es noch nicht so ganz herausgefunden, wie ihr mit der Grille spielen sollt, dann kann ich euch nur davor warnen, zu aggressiv diese Geschwindigkeit zu nutzen. Man kann natürlich sehr, sehr viele gute Positionen anfahren, aber man sollte immer darauf achten, dass man nicht an vorderster Front steht und man sollte vor allem auch immer darauf achten, dass man Backup dabei hat. Wie habe ich den Panzer ausgerüstet? Ich habe hier Waffenrichtantrieb, Ansetzer und entspiegelte Optik drauf. Zusätzlich nutze ich noch Schokolade, jetzt hier leider in T54 nur getrackt, aber das gibt dann auch nochmal schönen Unterstützungsschaden. Auch das nicht ganz unwesentlich, wenn ihr einen Panzerass versucht, dass ihr möglichst viel auch Unterstützungsschaden sammelt, weil das Ganze geht dann mit in eure Erfahrung ein und je höher die Erfahrung, umso eher habt ihr die Chance, das Panzerass abzugreifen.
Also wie gesagt, mein Setup, Ansetzer, Waffenrichtantrieb und entspiegelte Optik. Tarnnetz und Scherenfernrohr machen auf diesem Panzer einfach keinen Sinn, weil ihr nicht lange stationär unterwegs sein wollt mit der Grille. Außerdem hat sie keinen voll drehbaren Turm. Und zusätzlich haben wir halt noch diesen schlechten Tarnwert der Grille. Jeder, der jetzt in letzter Zeit vielleicht den Scorpion G gefahren ist, der kann das so ein bisschen, kann das vielleicht so ein bisschen teilen. Also die Grille hat wirklich keinen guten, sie hat immer noch einen besseren Tarnwert als der WT auf ihren 100, aber sie hat halt keinen so krassen Tarnwert wie zum Beispiel der Rheinmetall oder der WT auf Panzer 4, und von daher könnt ihr euch das Tarnnetz hier an der Stelle auch kneifen, weil ihr halt wie gesagt eher über die Mobilität kommt. Ihr seht das hier selber, ich kämpfe hier mit einem T10 und einer IS-4. Ich habe hier Gott sei Dank Unterstützung vom T62 Alpha. Aber das ist so die Art von Gefechten, die ihr mit der Grille fahren müsst. Und auch auf Stadtkarten kommt die Grille erstaunlich gut zurecht, jedenfalls so wie ich sie in der Vergangenheit gespielt habe, weil man immer wieder um die Ecke pieken kann. 750 Alpha-Schaden, das ist schon eine Hausnummer, und das wird auch eure Gegner überzeugen, euch nicht zu sehr auf die Pelle zu rücken. Gerade wenn ihr noch im Verbund unterwegs seid und ihr den nötigen Support dabei habt, dann kann man mit der Grille auch relativ aggressiv auf Stadtkarten fahren. So, jetzt habe ich hier einen wesentlichen Fehler gemacht. Ich bin hier stehen geblieben, obwohl da ein Jagdjäger steht. Und Gott sei Dank schießt er daneben. Also ich schieße zwar auch daneben, aber er auch. Und das gibt mir hier die Möglichkeit, nochmal mich in Deckung zu bewegen. Also das ist jetzt keine so schlaue Aktion gewesen. Aber ich glaube, ihr kriegt anhand des Replays ein ganz gutes Gefühl, wie ich diesen Panzer spiele, wie ich diesen TD spiele. Also eine Mischung aus aggressiven Gameplay, das heißt schnell in bedeutende Spots reinfahren, schnell Gegner aushebeln, wie wir das vorhin auf der Achterlinie gemacht haben. Dann aber auch wieder dieses in den Infight gehen und da dann die vernünftigen Trades suchen. Also dann meinetwegen 400 Schaden gegen 750 Schaden tauschen, auch das kann man mit der Grille hervorragend machen. Jetzt haben wir uns auch des Jagdtigers entledigt und es gibt noch eine Badjet und zwei Artis. Also das Game ist, kann man so sagen, relativ entschieden. Schauen wir mal, ob wir noch was von den Artis abbekommen. Und das ist halt auch so eine Sache, was die Grille so herausragend macht, im Gegensatz zu den ganzen anderen 10er TDs oder zu den meisten 10er TDs. Wir sehen jetzt Snow, der da unten noch beim Cap mit dem E4 rumkrebst. Die Grille hat halt auch dieses Late-Game-Potenzial. Was meine ich mit Late-Game-Potenzial? Ihr habt einfach die Möglichkeit, auch wenn das Spiel schon lange entschieden ist für euer Team, wenn quasi das gegnerische Team keine große Bedrohung mehr für den Sieg darstellt, dann seid ihr trotzdem mit der Grille, genauso wie zum Beispiel mit einem 50B, der auch als Heavy sehr, sehr gut dafür geeignet ist, mit diesem Late-Game-Potenzial. Ihr seid an Ort und Stelle und könnt noch die Reste auflutschen des Gegnerteams. Und das ist ja häufig so eine Sache, die dann darüber entscheidet, ob ihr eine Mission schafft. Ich spiele zum Beispiel gerade auf die letzte Mission vom Objekt 260 und ich hätte sie hier fast geschafft. Leider, hat ein bisschen was gefehlt. Das schauen wir uns gleich in den Postgame-Stats an. Guckt euch diese astronomisch gute Einzelzeit an. Also das schaffen die wenigsten TDs auf der Stufe, außer der WT auf ihren 100, den ich trotzdem, obwohl die Grille so stark ist, gerne zurück hätte, weil er war halt einfach was anderes. Die Grille ist auch was anderes, aber die Grille ist, denke ich, wesentlich stärker als der WT auf ihren 100. Und auch die zweite Art, die konnten wir hier rausnehmen. Also das war so, mal ein Eindruck, eine Leistungsschau von der Grille und wie ich sie versuche zu spielen. Also relativ dezent am Anfang. Ihr habt es gesehen, ich bin am Anfang eher in eine defensivere Position gefahren. Defensiver, als ich das mit meinen Mediums oder Lights machen würde. Hab dann gesehen, okay, auf unserer Seite ist gar nicht so viel, weil die Masse des Gegnerteams auf der anderen Seite gespottet worden ist. Dann bin ich aggressiv vorgefahren mit meinen Teammates im Verbund, hab dafür gesorgt, dass wir da den Tiger 2, den SD1 rausnehmen, die Grille, die Badjet 25 AP. Als die dann draußen war, habe ich ein, zwei Schüsse über lange Entfernung auf den Jagdtiger gebracht und dann sind wir zurückgefahren zur Cap-Verteidigung, haben da, denke ich, auch nochmal gezeigt, dass die Grille auch im Close-Quarter-Combat sehr, sehr gut funktionieren kann. Und dann der nächste Aspekt, dieses Late-Game-Potenzial, was ich angesprochen habe, mit den beiden Artis. Also die Grille hat auch genug Mobilität, um dann zum Schluss nochmal schön Schaden zu farmen, wenn das Spiel schon längst entschieden ist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal ganz kurz auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze war ein Panzerass, sonst wird es auch nicht in diesem Format erscheinen. 80.000 Credits bekommen, 2.134 Erfahrungen.
Unterstützermedaille für das Beschädigen von mehr als 6 Fahrzeugen. Großkaliber Tank Sniper für das Beschädigen, für den meisten Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Schauen wir mal ganz kurz an. Teamscore 7521. Also wir haben den Jagdtiger noch einmal blind getroffen. 4 Kills. Das sind gerade mal 1185 Basiserfahrungen. Auf der anderen Seite gibt es dafür trotzdem das Panzerass. Also relativ geringe Basiserfahrung ist notwendig. Überspitzt gesagt, auf der anderen Seite macht man auch nicht jeden Tag 7500 Schaden mit der Grille, also ich jedenfalls nicht. Das Traurige daran war nur, dass mir ein Kill und nicht mal 500 Schaden, also nicht mal ein Schuss gefehlt haben zu meiner letzten Mission für das Objekt 260, das war ein bisschen bitter. Ansonsten, ja, schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. Wir haben 16 Schüsse abgegeben, 14 davon haben getroffen und 12 haben auch penetriert. Wir haben 2882 Schaden über eine Entfernung von 300 Metern gemacht. Schauen wir ganz kurz hier unten. Wir haben sogar noch 1431 Unterstützungsschaden für die Trackshots, zum Beispiel auf den T10, aber auch für unser Spotting bekommen. Das Ganze in einem Gefecht, was gerade mal 8 Minuten gedauert hat. Wir haben jetzt hier leider 8500 Credits miese gemacht, weil wir das Rap-Kit und die Schokolade bezahlen mussten und zusätzlich noch, ich denke, 3-4 Heat Schüsse dabei hatten. Also alles in allem, aber denke ich, für das Ergebnis verkraftbar, die 9000 Credits, die wir hier gelassen haben. Hätten wir, wie gesagt, die Schokolade auf Vorrat noch da gehabt, dann hätten wir hier auch ein deutliches Plus erzielt. So haben wir leider 9000 Credits in den Sand gesetzt. Was soll's, dafür habe ich endlich das Panzerass auf meiner Grille. Und ich denke, ihr konntet einen ganz guten Eindruck gewinnen, wie sich dieser Panzer verhält, wie man ihn fahren sollte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich freue mich auch nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten. Auch an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für alle Abonnenten, die bis jetzt schon dabei sind. Ihr seid wirklich Weltklasse. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Advanced Gameplay mit Mausakrobat. Haut rein!